So, jetzt gehen wir da hinten zu diesem mysteriösen Kreis, nehme ich mal an, den er extra wohl dafür hat, um immer diese Kristalle dann an diesem Ort dann aufzufüllen. Obwohl er natürlich sowas vorher noch nie gemacht hat, gibt es aber halt diesen Ort hier. Das ist halt das Schöne an solchen Spielen. Halt! Was ist das hier für ein Ort? Das ist ein Platz von großer magischer Macht. Lass uns mit dem Ritual beginnen. Aber vielleicht macht er andere Sachen sonst immer hier. Es ist vollbracht. Wow. Und? Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. 3 von 5 Kristallscheiben haben wir mittlerweile. Sehr geil. Das läuft ja langsam. Tja, dann gehen wir mal in die Vulkanfestung. Wir kommen ja jederzeit wieder hin, indem wir da zu dem Gefängnis dann rüber marschieren. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Okay. Aber wir wissen jetzt nicht, wo die anderen Scheiben sind. Und er sagt uns auch irgendwie nichts. Puh, du, 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 du. Haben wir auch noch nicht. Hinweis einer Scheibe Severin. Zwischenlager vor der Vulkanfestung. Don Esteban sagte mir, dass er im Besitz einer Kristallscheibe ist. Ich vermute, dass eine der Scheiben im großen Osttempel sein könnte. Wo könnten wir uns jetzt noch überall hin teleportieren? Banditenlager auch. Okay, dann gehen wir nochmal zu Don Esteban. Und sonst machen wir dann nochmal gerade die Ex-Menschen da kaputt in diesem Osttempel. Wo muss ich jetzt lang? Hallo? Hier? Ah, da. Ups. Hallöchen. Guten Abend. Abend. Abendwache. Was war nochmal mit dir? Ich speichere das vorher ab. Schon mal was von goldenen Kristallscheiben gehört? Ich habe so einiges gehört, auch von deinen goldenen Scheiben. Hilf uns und du wirst mehr darüber erfahren. Okay. Esteban, da ist er. Was gibt's? Zu riskant. Okay. Irgendwie kann ich hier nichts mehr machen. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung oder bist du nur gekommen, um mit mir zu plaudern, mein Bruder? Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja, es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Auch du wirst dich dieser magischen Phänomene nicht entziehen können, Bruder. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege,
ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen, um das Wissen anzuwenden. Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Lehrzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren, jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte. Bedenke, Bruder, wir sind hier nicht in den schützenden Hallen unserer Vulkanfestung. Und ich allein bin vielleicht nicht mächtig genug, um dein Leben zu retten, wenn etwas schief läuft. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Sei also gewarnt. Erzähl mir mehr über deine Studien. Die Erbauer haben viele gefährliche Geheimnisse. Sie waren ein sehr hochentwickeltes Volk. Nehmen wir mal dieses Gestein hier. Die Erbauer nannten es Obsidian. Es ist außerordentlich widerstandsfähig. Offensichtlich hat es ihnen als Rohstoff für ihre Waffen und Rüstungen gedient. Eine Waffe aus diesem Material fügt einem Gegner im Kampf immens hohen Schaden zu. Interessant. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Ich möchte mein Wissen über die Alchemie vertiefen. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Viele Tränke, die deine Eigenschaften permanent ändern, erfordern die Destillation. Was kannst... Das wollte ich nicht. So, zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Tränke, was ist das? Aha, Rezeptur für einen permanenten Stärketrank. Gekauft. Rezeptur für einen Trank, der die Lebensenergie permanent erhöht. Gekauft. Schlösser öffnen. Gekauft. Nehmen wir direkt alle. Und den Rest haben wir soweit. Wie viel Wein haben wir? Oh. Ach nee, das ist da. 11. Ach komm. Kaufen wir noch ein bisschen Wein. Machen wir mal 20 draus. Was braucht man da meistens noch für Wein? Heldenkrone? Was ist denn eine Heldenkrone? Wo habe ich die denn her? Heldenkrone. Ach, das sind die. Ah, okay. Für mächtige Tränke. Ja gut, handeln wir einfach mal den Warenkorb. Dazu haben wir ja das Geld. Darf ich an den Tisch dran? Nein, darf ich an den Buchständer ran? Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Aha. Okay, ein bisschen Erfahrung gegeben. Oh, da ist eine Rezeptur. Ich glaube, die darf ich nicht nehmen, ne? Doch, darf ich einfach so nehmen? Das ist ja interessant. Rezeptur. Naja, gut. Aber an den Alchemistentisch darf ich nicht... Kenn ich schon, alles klar. Hast du nichts zu tun? Okay. Dann würde ich sagen... Wir kommen gar nicht in die Dingens. In die Hafenstadt. Toll. Dann müssen wir zur Vulkanfestung.
Na, hallöchen, Inquisitor. Was geht? Ist da unten die Hafenstadt? Nee, ne? Jetzt wäre ich da einfach rüber levitiert. Nee, da ist nirgendwo die Hafenstadt. Okay, wir konnten hier aber Quests abgeben, glaube ich, ne? Lass dich nicht umhauen. Nee, sowieso nicht. Das auch nicht. Da hinten war dann auch nix. Was ist hier? Ah, hier können wir Schrifträume machen. Was brauchen wir da? Dietrich, leere Spruchrolle. Die können wir mal machen. Ah, jetzt habe ich keine leeren Spruchrollen mehr. Okay, aber wir können die Schlösser öffnen. Ich brauche Spruchrollen. Ja. Dann kaufen wir uns mal 10 Stück. Zack. Dankeschön. Was haben wir hier noch? Mittlere magische Heilung. Skelett beschwören. Da will ich auch nochmal 2 von haben. Ich weiß nicht, ob unser Skelett uns noch folgt oder ob das mittlerweile verschollen gegangen ist, verschutt, wie auch immer, weg. Das sieht gut aus. Ich sehe es nämlich nicht mehr hinter uns. Levitation müssten wir noch haben und den Rest auch, dann halten wir uns mal ein paar Rollen. Ja, ich glaube, das Skelett ist futsch. Gut. Gucken wir mal, ob er uns hier was sagen kann. Was kann? Mana Stabkampf 5. Unterrichte mich im Stabkampf. Ich denke, dass du nun gut genug bist, um deine Angriffskombinationen zu verlängern. Bisher konntest du bis zu 3 Schläge miteinander kombinieren. Nun sind es bis zu 4 Schläge. Und mit ein bisschen Übung kannst du sogar Seitenschläge benutzen, um deinen Angriff noch weiter zu verlängern. Also trainiere nur fleißig weiter. Okay, jetzt habe ich aber keine Lernpunkte mehr. Ja doch, 5 Stück anscheinend noch, aber die müssen wir nicht direkt dafür ausgeben. Da können wir dann lieber warten, bis wir nochmal unseren Stabkampf verbessern können. Hallo? Ballas. Also. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Ich glaube, weiß ich nicht, geht das schnell? Ach komm, wir laufen. Muss ich jetzt hier so ein Spökes machen? Nein. Jetzt nochmal hier runtergehen. Ich wollte jetzt da runter levitieren. Aber naja, ein bisschen blöd. Ich wüsste aber gern, wo die anderen blöden Scheiben sind. Wer könnte noch so eine doofe Scheibe haben? Naja, suchen wir mal Patty, die müsste ja irgendwo vorne an diesem Dingens sein. Ah, da hinten könnte noch eine sein. Moment, das wollen wir jetzt noch vorher eben machen. Das speichere ich eben auch ab. Was ist mit der Truhe hier? Okay. Nur nochmal sicherheitshalber reingeguckt, weil wir hatten ja früher auch Truhen, die wir nicht öffnen konnten, weil wir noch nicht Schlossknacken haben. Was ist mit dir? Oh. Was bist du? Ein Echsenmensch. Ja. So. Wo kommt denn jetzt hier? Uah. Boah. Oh fuck. Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Trinken. Hua. Ah.
Ach komm. Immer diese blöden Footköppe da. Hä? Was war das denn jetzt? Muss ich das jetzt gerade verstehen? Oh nein, wieso habe ich denn hier gespeichert? Oh. Weg, 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 weg. Ach verdammt, scheiße. Ja, ich werde jetzt mal die Aufnahme hier erstmal beenden. Und gucken, dass ich das vielleicht irgendwie geregelt bekomme außerhalb der Aufnahme. Ansonsten, ja, sehen wir uns einfach morgen wieder an dieser Stelle. Ich werde dann einfach den unteren Spielstand 3 Minuten vorher laden und dann nochmal hier runter gehen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge hier bei Let's Play Risen. Bis morgen, tschüss, macht's gut.